Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ein sehr wichtiges Thema, und zwar, ich habe Anfragen von einigen Brüdern und Schwestern bekommen bezüglich Gebetszeiten und bezüglich natürlich der Hadithe, die wir haben, zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mittaggebet gebetet hat, als die Sonne den Lot des Himmels verlassen hat und bis Schattenlänge so lang ist wie ein Gegenstandlänge. Da hat man gefragt, ja, Alaikum salam. Da hat man gefragt und gesagt, okay, wir haben geguckt zum Mittaggebet, dann haben wir gesehen, dass die Schattenlänge 2,5 ist oder 3-mal und Asr-Gebet ist noch nicht eingetroffen. Wie können wir das verstehen? Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das erklären, weil einige Leute nicht, dass sie durcheinander kommen. Diese Überlieferungen, die mit Schattenlänge zu tun haben und wie viel und so weiter, die sind, barakallahu fikum, ort und platzabhängig. Das bedeutet, für ein Gebiet wie Medina, dann, Dhuhr-Gebet fängt an, wenn die Sonne Lot des Himmels verlässt und bis Schattenlänge gleich ist wie ein Gegenstandlänge. Das ist dort. Aber für uns in Deutschland hier gelten andere Regeln bezüglich Schattenlänge. Warum? Weil die Sonne hier, die kann nicht 90 Grad auf die Erde sein. Senkrecht kann sie nicht, weil das ist anders hier. Und deshalb, barakallahu fikum, hier, das weicht von der Regel ab. Deshalb, da kannst du nicht sagen, in Deutschland, einmal Schattenlänge ist Dhuhr-Gebet zu Ende. Zweimal Schattenlänge ist Asr-Gebet zu Ende. Das ist anders hier. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Und man kann das prüfen. Und übrigens, auch im Winter ist anders als im Sommer. Das ist auch das Gleiche für, sage ich jetzt, für Sonnenstand. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Da gibt es unterschiedliche Rechnungsmethoden. Und noch dazu, vielleicht das hat damit zu tun bezüglich Frühgebet. Und diese Kalender, Gebetzeiten, die wir überall haben. Es gibt verschiedene Methoden, wie man die Gebetzeiten rechnet. Und es gibt natürlich Gleichungen. Heutzutage hat man das, sage ich jetzt, gemacht. Diese Gebetzeiten, die sind ungefähr. Ungefähr. Und nicht, dass man denkt, Minuten oder Sekunden genau, sollte man das machen. Frühgebet hat zu tun mit Winkel der Sonne, Horizontalwinkel. Es gibt für die Sonne einen Winkel. Und dieser Winkel, das könnte von 12 bis 18 sein. In diesem Bereich bewegen sich die Gebetszeiten. Ich empfehle, wallahu ta'ala ala alam, dass man Winkel 13,5 bis 14 nimmt. Vielleicht in manchen Gebieten könnte man 12 nehmen. Andere könnte man 16 nehmen. Aber hier in Deutschland, deshalb sagen manche, wir haben verschiedene Gebetszeiten. Bei diesen ist so, bei den anderen ist so. Warum? Das kommt dadurch, aufpassen, weil man mit einem anderen Winkel rechnet. Zum Beispiel diese Muslime Wortliga, die rechnen mit Winkel 18 Grad. Und deshalb bei ihnen ist Frühgebet eher. Dann barakallahu fikum, zum Beispiel Esna, die Organisationen in Nordamerika und Kanada, die rechnen zum Beispiel mit Winkel 15. Und deshalb merkst du bei ihnen, Frühgebet ist natürlich nach dieser World-Liga. Mekka, Rabatul Alam Islami oder die anderen. Oder von Ägypten oder von Pakistan. Es gibt von Karachi, von Ägypten, von World-Liga, von Umr Qura und gibt von Esna. Die sind die 5, sage ich jetzt, meist bekannten. Es gibt noch 2, die sind 7 Rechnungen. Und man merkt das, das hängt mit dem Winkel, barakallahu fikum. Wer 12 nimmt,
Zum Beispiel, wenn ihr 12 nehmen würdet, dann werdet ihr Fajr heute zum Beispiel sehen, dass es ungefähr eine Stunde 20 Minuten Unterschied zwischen Fajr und Sonnenaufgang. Wenn ihr die Wort der Rabat al-Alam Islami nehmt, dann werdet ihr sehen, die sind ungefähr 2 Stunden. Wenn ihr Isna nehmt, dann sind das ungefähr eine Stunde 40 Minuten. Wenn ihr zum Beispiel, aber deshalb am besten ist mit einem Winkel von Barakallahu fikum 13,5 bis 14 Grad zu rechnen. Der Hauptunterschied dann ist, sind ungefähr 7 Minuten. Und wenn das 7 Minuten ist, ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala alam, weil man nicht genau durch diese Leuchten und durch die Städte das genau bestimmen können. Für Maghrib-Gebet ist fast bei allen das Gleiche. Und für Isha-Gebet, dann haben wir das Problem immer im Sommer. Ich empfehle, 1,5 Stunden zu nehmen. Wallahu ta'ala ala alam. Das ist wichtig, barakallahu fikum, damit man nicht durcheinander kommt. Wegen Gebetszeiten. Das bedeutet, das hat mit dem. Es gibt natürlich manche auch, die sagen, die denken, dass sie in der Zeit von Mekka beten. Das darf man nicht. Wir haben unsere Zeiten in Deutschland und die Leute von Mekka, die haben ihre Gebetszeiten und die Leute von Zentralafrika haben ihre Gebetszeiten und die Leute in Afghanistan haben ihre Gebetszeiten. Das wird von einem Land zu einem Land ist unterschiedlich. Nicht in allen Ländern ist das Gleiche. Oder dasselbe. Allah Ta'ala ala wa a'lam.